jetzt die Grünen. Herr Weiz. EFSA für das Erscheinen her und auch Dank an die Kommission. Ich möchte mich auf zwei Punkte konzentrieren. Die Frage ist, gehe ich recht in der Annahme, dass die Industrie selbst entscheiden kann, welche unabhängigen peer-reviewten Studien sie auswählt, um sie zu ihren eigenen Studien in der Einreichung anzufügen? Kann die Industrie selbst aussuchen, welche Studien sie hier für hilfreich hält? Und dann ganz konkret auf den Fall von Glyphosat. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Industrie zwar unabhängige Studien ihrem Dossier angeschlossen hat, aber gleichzeitig alle unabhängigen Studien aus unterschiedlichsten Gründen, das werden wir vielleicht noch später beleuchten, für nicht relevant oder nicht vertrauenswürdig erklärt hat? Und erklären Sie mir bitte den Vorgang, wie dann das BfR und auch in weiterer Folge die EFSA an dieser Einschätzung, diese unabhängigen Studien wären nicht vertrauenswürdig oder nicht relevant genug für die Risikobewertung, festgehalten hat, soweit mir bekannt ist, in allen Fällen. Haben Sie das erneut überprüft oder und sind Sie tatsächlich zu demselben Schluss gekommen in allen Fällen? Die zweite Frage, die ich habe, und da sehe ich, dass die Kommission schon erkannt hat, dass es da ein Problem gibt, auch aus der Reaktion, die wir gerade gehört haben. Wenn ich die Industrie bin und ich möchte mein Produkt durchbringen, dann gebe ich 40 Studien in Auftrag und die 20 besten reiche ich dann bei Ihnen ein und die anderen 20, die mir nicht so gut gefallen, die schicke ich in den Papierkorb. Und ich sehe, dass Sie da schon Initiativen vorbereiten, dass das in Zukunft nicht mehr so einfach ist. Da sehe ich, dass Sie erkannt haben, dass es hier ein Problem gibt. Aber was bedeutet das für die bereits zugelassenen Produkte? Wenn denn das in der Vergangenheit so passiert ist, müsste man hier nicht nach neuen Regeln diese Produkte ein erneutes Mal überprüfen, vielleicht nach Studien, die vorher bekannt gegeben werden und dann die Ergebnisse dann akzeptiert werden müssen von der Industrie, egal wie sie ausfallen, auch wenn sie gegen das Interesse der Industrie ausfallen. Und eine ganz konkrete Frage noch an die Kommission. Es ging vorher um die Frage der Umweltauswirkungen von diversen Pestiziden. Ein Pestizid ist etwas, das richtet sich gegen eine Pest, also gegen ein Problem, ein Unkraut in diesem konkreten Fall. Bei Glyphosat haben wir ein Mittel, das gilt alles, außer tierisches Leben. Also Pilze, also Algen, also alle Arten von Kräutern, die da wachsen. Und das ist ein zentrales Problem für die gesamte Biodiversität. Wenn da nichts mehr wächst, ja, wovon soll sich ein Insekt ernähren? Ja, dann haben wir 75% weniger Insekten in Deutschland. Aktuelle Studie. Ja, wenn es keine Insekten gibt, was soll dann ein Vogel fressen? Also haben wir minus, weiß ich nicht, 35% Vögel, französische Studie. Also was muss geschehen, damit Sie als Kommission, weil es ist ja nicht Aufgabe der EFSA, sondern Ihre Aufgabe als Kommission, als Risikobewerter, was muss geschehen, dass Sie einsehen, dass eine Umweltauswirkung so dramatisch ist, dass man ein Produkt nicht zulassen soll?